Hallo liebe Leute, herzlich willkommen wieder auf meinem YouTube-Kanal. Heute geht es um Tagesablaufs untrennbare Farben. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Hari ini kita akan membahas tentang kegiatan sehari-hari dan juga berhubungan dengan trennbare Farben atau trennbare Farben. Apa sih itu trennbare Farben? Itu adalah kata kerja yang dipisah, bisa dipisah dalam bahasa Jerman. Bagaimana contohnya? Lass uns anfangen. Mari kita mulai. Oke, kita akan menceritakan hari ini tentang kegiatan kita sehari-hari. Mein Tag, hariku. Misalnya, kata-kata pertama, aufstehen. Aufstehen, bangun tidur. Kemudian, anfangen. Memulai. Kemudian abholen, menjemput. Kemudian fernsehen, menonton TV. Einkaufen, berbelanja. Zusammenlernen, belajar bersama. Kita mulai, misalnya kita bilang 6 Uhr stehe ich auf. Morgen 6 Uhr in der Früh stehe ich immer auf. Jadi jam 6 pagi selalu saya bangun pagi. Kemudian ich gehe duschen. Atau ich gehe duschen. Duschen gehen. Mandi. Habis itu, ich gehe ins Badezimmer und putze meine Zähne. Saya pergi ke kamar mandi dan mengusap gigi. Dan 6:30 gehe ich in die Schule oder ins Büro oder in die Uni. Ya. Pergi ke kantor, ins büro, in die uni, pergi ke universitas, atau in die Schule, ke sekolah. Ich ziehe mich zuerst an. Sich anziehen. Pertama-tama saya bersiap-siap dulu, berpakaian. Ich trinke einen Tee zum Frühstück. Oder ich trinke einen Kaffee zum Frühstück. Jadi, saya sarapannya minum teh atau minum kopi. Der Unterricht fängt 7 Uhr an. Anfangen. Der Unterricht fängt 7 Uhr an. Pelajarannya mulai jam 7 pagi. Ich fahre mit dem Bus zur Arbeit. Oder ich fahre mit dem Motorrad zur Arbeit. Jadi pergi dengan bus ke tempat kerja atau dengan motor. Oder ich fahre mit dem Bus in die Schule. Oder in die Uni, ya, in die Universität. If kalau enggak pakai kendaraan, jadi ich gehe zu Fuß in die Schule. Ke sekolah jalan kaki. Ich frühstücke bei der Arbeit. Saya sarapan di tempat kerja karena nggak sempat soalnya rumahnya jauh ceritanya. Oder ich frühstücke in der Schule. Di sekolahan sarapan. Der Unterricht fängt 7 Uhr an. Oder die Arbeit fängt 8 Uhr an. Kerjaannya mulai jam 8 atau pelajarannya mulai jam 7 di sekolah. Und dann ich esse zu Mittag 12 Uhr. Saya makan siang jam 12 siang. Ich mache Mittagspause 12 Uhr. Saya melakukan istirahat jam 12 siang. Mittagspause machen. Istirahat siang. Ich mache Mittagspause 12 Uhr. Und ich esse zu Mittag. Saya makan siang. Ich esse zum Mittag 12 Uhr. 16 Uhr holt meine Mutter
meet up. Sekitar jam 16, jam 4 sore, ibuku menjemputku. Jadi masih jemput anak sekolah ceritanya. Tapi kalau bukan anak sekolah nggak dijemput ya. Atau misalnya mein Freund hold me up. Kalau misalnya jemput pacarnya. Danach lese ich ein Buch. Setelah itu saya baca buku, oder? Atau danach sehe ich Fern. Saya nonton TV, Fernsehen. Ich sehe gern Fern. Saya senang nonton TV. Ich gehe mit meiner Freundin spazieren. Spazieren gehen. Saya pergi jalan-jalan dengan teman saya. Ich gehe mit meiner Freundin spazieren. Spazieren gehen. Ya, jadi dipisah. Ich kaufe im Supermarkt ein. Ja, um 17 Uhr kaufe ich im Supermarkt ein. Jadi saya belanja di supermarket jam 5 sore. Um 19 Uhr bereite ich das Abendessen vor. Jadi jam 7 saya nyiapin makan malam. Um 20 Uhr lerne ich mit meinen Freunden online zusammen. Jadi jam 8 saya belajar dengan teman-teman saya online. Ich mache meine Hausaufgabe. Hausaufgabe machen. Membuat PR. Ich mache meine Hausaufgabe. Halb 9 beantworte ich meine E-Mails. E-Mails checken, E-Mails beantworten. Menjawab E-Mail, ngecek E-Mail. 21 Uhr oder 9 Uhr am Abend gehe ich ins Bett. Saya pergi tidur. Gehe ich ins Bett. Saya pergi ke tempat tidur, gehe ich ins Bett, pergi tidur maksudnya. Ich gehe schlafen. Saya tidur, saya mau tidur. Das ist alles für heute. Sekian untuk hari ini. Dan jika kalian masih belum mengerti, wenn ihr noch Fragen habt, dann schreib mir in die Kommentar. Jadi tulis di kolom komentar di bawah video ini. Oke? Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Bis zum nächsten Video. Tschüss. Auf Wiedersehen.